Hallo Leute, herzlich willkommen bei Kuhmann, Let's Play auf Schweizerdeutsch und Minecraft of the Humans. Genau. Leute, in der letzten Folge haben wir uns ja mühsam um einen Ersatz für die Sojamaschine gekümmert. Und ja, ihr habt es gesehen, fast 3 oder 4 Folgen irgendwie habe ich das Ding dann am Schluss gleich nochmal ganz auseinandergebaut. Und ja, es ist jetzt so. Wir haben jetzt hier so eine Kiste. Die Kiste produziert genau das, was wir haben wollen. Hamburger und bratelte Herdöpfel. Sehr gut. Das hier ist der Unterbau. Das heisst, ich muss das Ganze dann irgendwann nochmal verschieben oder wieder konstruieren. Und das sieht so aus. Kuhmann Kitchen 2.0. Yes! So. Also. Ich habe damit bekommen. Ich habe angefangen da mit so einem Cyclic Assembler. Dann einen Stirling Generator. Und ich habe dann einen gebaut, der entsprechend aus Wheat tut Brot bauen. Das sehe ich, wenn ich hier Shift drücke, sehe ich das Rezept da. Gut. Dann ein Filtersystem, dass man das tun alles kann in eine Kiste reinrühren. Dann wird das hier verteilt. Geil. Wird das hier verteilt. Geht da rein als Wheat, dann wird das da crafted zu Brot. Dann wird das da unten rausgesogen. Geht da hinten rein. Gleichzeitig gehen da auch die Herdöpfel hindern. Das geht da in den Ofen rein. Der Ofen tut das grillieren. Quasi. Oder? Dann geht das da oben in den Hopper. Da wird es gefiltert nach Brot oder nicht Brot. Was nicht Brot ist, das geht oben in die Kiste als Herdöpfel. Das Brot wird dann da hinten reingesogen. Aber unten und unten durch in den Cyclic Assembler hier reingebracht. Der kriegt von hinten Firm Tofu. Und wenn wir jetzt da Brot haben oder hätten, dann würde da entsprechend Hamburger gecraftet werden. Sehr cool. Oder? Und dann, weil das ja noch nicht genug ist, habe ich dann gefunden, hey, okay, was bräuchten wir noch? Wir haben ja noch Sojamilch, da habe ich da überlegt, okay, Strom können wir jetzt bauen. Ich habe da so einen sogenannten Aquarius Akkumulator hergepappt, nochmal so einen Stirling-Generator, das Ganze auch in unser System eingespissen. Und da nochmal einen Filter gemacht. Was Salz ist, wird jetzt da gerade rausgefiltert und geht da direkt auch wieder in den Cyclic Assembler und wird dann mit der Sojamilch entsprechend zu Käse migriert. Schönes Wort, oder? Das geht da raus, in die Maschine rein, die Maschine geht da und da, also von da kommen die Hamburger, von da oben kommt der Käse, dann tut es das dann nochmal craften und am Ende vom Tag haben wir einen ganzen Haufen Cheeseburger. Sehr geil. Und wie das funktioniert, das werde ich jetzt gerade selber ausprobieren. Ich habe es partiell mit einzelnen Teilen ausprobiert, dass ich jetzt da nicht irgendwie aufs Eis gehe oder aufs Maul, sagen wir es mal so. Nehmen wir den Herdöpfel mit. So, so, auch schön, das auch. Wunderbar. Jetzt können wir das natürlich sagen, okay, das gehört da in die Kiste rein. Rühren wir alles raus. Was haben wir jetzt noch? Das da, Wheat. So cool, jetzt musst du schauen, jetzt geht es ab da. Jetzt hat das da oben an Rattern. Und ohne Musik im Hintergrund ist es ein verdammter Lärm da. Und da haben wir das den Brötchen rein. Ah, hast du gesehen? Zack, 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 macht ein Brot. Das Brot flitzt da über in den Ofen. Ah, jetzt können wir zuerst Herdöpfel, die flitzen natürlich direkt durch. Perfekt. Und nach den Herdöpfeln müsste das Brot kommen. Lassen wir das ganz kurz durchbrennen. Auf jeden Fall mit dem Brot, das sehen wir dann hier in wenigen Augenblick, wird es dann da von 11, 16, 16, 16 weniger. Und zwar rapid. Weil die Maschine ist so schnell, du siehst das Teil gar nicht. So, jetzt ist er da einer durch. Jetzt hat er alles gebraucht. Jetzt warten wir da.
Mal 7. Komm, nimmst du die mal raus. Jetzt kommt das Brot rein, siehst du? Jetzt fasst da vorne gerade wieder Rumoren. Da unten sollte das Licht angehen. Warten wir. Ah, Ofen läuft. Maschine. Maschine läuft. Also siehst du, es geht zack zack, das ist noch kurz da. Geht dann eigentlich gerade hier rauf. Und wenn wir hier E-Käse bis zum Abwinken haben, flitzt das dann auch noch gerade da durch. Und ich habe jetzt wirklich die komfortable Geschichte. Yes! Ich habe eine Cheeseburger-Kiste. Wie cool ist denn das bitte? Sehr gut. Jetzt habe ich da aber noch ein bisschen Tofu und Zeug und Sachen. Und das muss ich jetzt einfach als richtige Art einspeisen. Und zwar ist das da mit dem Tofu gewesen. Da kann man ans Deck rein tun. Dann würde ich mal behaupten. Schauen wir das an, wir brauchen den da unten. So, das bleibt jetzt da halt ein bisschen hängen. Das macht eigentlich nichts. Gut, sehr gut. Hey, also in dem Sinn haben wir wirklich irgendwie ganz etwas Grosses geleistet irgendwie. Und das Ding funktioniert autonom. Das heisst, es ist autonom in dem Sinn. Ich muss vielleicht ab und zu mal den Salzhebel anlassen, Salzmaschine. Aber der Rest. Blöd. Aber der Rest. Was ist jetzt auch da? Ich meine, jetzt können wir da Soja, Scallions. Ah, das kann ich auch noch zeigen. Das habe ich noch nicht gezeigt. Das ist nämlich auch noch gut gelöst. Für die, die das Problem auch kennen. So, und da noch. So, das ist ja wieder so, ja, bis zum Umkehren. So, so. Also für die nächsten paar Folgen haben wir definitiv genug zu essen. Gut, das können wir da quasi da rein tun. In den schönen Takt, und zwar das, das, alles Grüne eigentlich. So. Sehr gut. Und das Coole ist, jetzt haben wir ja da Soja und Scallion. Und dass ich einen Lift habe, der das Zeug aufpumpt, das wissen wir ja. Es ist aber so, ich habe ja zuerst mit einer Kiste geschafft, wo dann alles gesammelt wird und dann wird es von dort weiterverteilt. Ich habe das ein bisschen umgebaut. Und zwar im Zug vom Küchenbau. Habe ich mich vertieft nochmal mit den Ducts und so in ja, auseinandergesetzt und habe dann da eigentlich auch einfach nochmal ganz eine einfache Filtermaschine gemacht. Alles, was in die Verarbeitung muss, hier oben wird gefiltert und geht rauf. Alles andere geht da durch in normale Hopper und dann flitzt das dann eigentlich wie. Also, das kann ich sagen, da, zack, nimm das. Soja kommt da rauf, sehen wir das gerade. Perfekt, läuft. Gut, gut, gut. Also, dann, ein weiteres Ding ist jetzt das. Jetzt haben wir ein Werkzeug, das relativ mächtig ist. Das finde ich cool. Was wir noch machen müssen, ist dann eigentlich dann grundsätzlich dann den Bergausbau. Weil da ist natürlich auch alles verloren gegangen. Das ganze Netzportal ist leider weg. Warum? Wegen dem Crash beim Livestream. So, jetzt ist es draußen. Und jetzt nehmen wir hier den Hammer. So, gehen wir mal rein. Auch, dass man da mal den Gang hätte, wie vorher schon. Und du siehst auch mit dem Werkzeug, das wir jetzt haben, ist das Bauen eine Leichtigkeit. Gut, dann haben wir da sicher jetzt irgendwelche. So. Das machen wir natürlich so, dann fall da. Da, so und so. Und da machen wir gerade zu. Ja, da muss nämlich niemand drauf kommen. So, und der da, den nehmen wir auch noch kurz weg. Und dann ist da auch schon wieder dunkel von außen. Machen wir da noch ein paar Kerzen her.
Gut. Und dann da irgendwo wäre dann wieder der Eingang zum Portal. Vier. Ja, machen wir mal so. Und dann da gehen wir noch eins breiter. So. Ich tue nichts leichter als das, um jetzt so einen Raum auszuheben. Gut. Dann machen wir es so. So, dann kommt hier wieder ein schönes, nettes Portal her. So, und du? Amber? Gut. So, dann war natürlich auch noch im unteren Stock die schöne Schmiede gewesen. Und da hatte ich letzte Vision gehabt. Eben, da ist es so. Da habe ich ja mittlerweile einen von diesen, wie heisst das, Compacting Drawers. Und mein Ziel ist, dass ich am Schluss des Tages irgendwie da ganzen Haufen von diesen Compacting Drawers habe, in jeglichem Metall, was es gibt, oder? Und das ist sicher das eine, was ich machen möchte. Dann das andere, was ich machen möchte, ist Back to the Future. So ein Flux Capacitor Leadstone zum Beispiel. Können wir den machen? Da brauchen wir dann einfach ein Sulfur. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte mal Sulfur gehabt. Weiss aber nicht, ob das in dem oder im letzten Speicherstand ist. Dann, was haben wir denn da? Hardened, Resonant. Was kann der? Send Receive. Sneaking to, okay. Und da, was macht der? Flux Capacitor, kann man das genügt schon. Sulfur, wie kann man das machen? Das ist aus Netherrack passiert das. 2%ige Chance, dass es droppt. Schön. Das ist mir irgendwie 98% zu wenig. Okay, gut. Also da kommen noch andere Challenges auf uns zu. Gut, auf jeden Fall Sulfur. Sollte man es finden, machen wir unsere Werkzeuge unter Strom. Eben, da hinten machen wir es so, da machen wir so eine Wand, den Grill, also da die Schmiede, die lassen wir mal so, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann habe ich da angefangen abzubuddeln. Eins, und da habe ich jetzt eine Idee gehabt. Jetzt kann man ja sagen, okay, das ist der Boden. Die Maschine da vorne, die macht so viel Mais, ich kann die nicht für immer dort stehen lassen. Ich möchte da irgendwo so einen Raum haben, quasi, wie würdest du sagen, nicht nur einen Raum, sondern... die Musik wieder. Ach, ich finde es so schön. So. Also, wir haben hier den Gang runter. Wir machen das hier extra jetzt so ein bisschen schräg. Weil, da können wir nämlich hier noch sagen. Oh, falsch. Nein, richtiges Werkzeug. Irgendwann muss ich doch da wieder vorkommen. Nicht? Und das möchte ich mal genau anschauen, wie lange das dann noch echt ist. Ich glaube, das geht gar nicht mehr lang. Wie geil. 1, 2, 3.
So. Was sind wir voll? Das kann ja nicht sein, oder? Mal. Aber kommst du raus, was ich vorhabe? Dann will man hier zumachen, die Ecke nicht machen. Also wie so quasi da so. Natürlich dann auch schön. Und dann geht es hier runter. Ich freue mich. So. Und dann haben wir hier unsere beliebige Kiste. Da tun wir das Zeug mal so ein bisschen hinterher schicken. So, was haben wir da noch? Kupfer haben wir noch gefunden. Gut. So weit, so gut. So. Aber verständlich, wie gross das hier das soll werden. Und ich habe das Gefühl, das ist einer der besten Anfänge. Wenn wir jetzt hier sagen, hey, da geht es um eine Ecke. Da ist der Steg von oben. Da ist Baumerei. Also Baumerei, Büscherei heisst es. Ach komm, machen wir so. Mit Büsch quasi. Wie viel bräuchte ich denn? Also komm, sagen wir, da geht es 1, 2 rein. 1, 2 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9. Bis da. Plus eine Zusatzwand. Ah, es ist dunkel. Ich will das anders. Sehr gut, aber dann geht es da wieder hinterher. So. Sehr cool, und da wären die Gänge schon alle dunkel. Wie cool ist denn das, meine Damen und Herren? Da dann runter. Vielleicht dann sogar zwei, aber im Augenblick klemmen wir es mal so. Das heisst, Marker setzen da. Zack, zack. Ja. So, und dann haben wir da wieder einen Boden weg. So. Ja, da staunst du. Eins, zwei, drei. So, jetzt musst du schauen.
So, für die schnellen Abgänge haben wir da die Leiter. Interessant. Da ist Kohle, hä? So. Jetzt muss ich schauen. Cool. Sehr cool. Das heisst, da hätten wir dann nochmal einen Eingang. Da geht es in Lager. Da können wir da irgendeinen Eingang machen. Ah, der zweite Stock von der Beri. Oder? Der zweite Raum von der Beri. Also warte mal, das war dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Gut. Dass wir ihnen so etwas wie einen Beri Tower bauen. Gut, aber das steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Da müssten wir nochmal... Da müssten wir nochmal versetzen, um eins hindern. Da könnten wir nämlich die Schlucht noch einmal fertig machen. Ja, ja, überall noch so kleine Feinarbeiten. Das heisst, da eine... Könnten wir vom Service-Raum machen, so wie es aussieht, hä? Gut. Warten wir, bevor wir abbrechen. Gut, hey, ich hoffe, dir gefällt das da, der Wiederaufbau. Ich glaube, wir sind gar nicht schlecht dran. Also, ich habe das Gefühl. Ich kann mal schauen, ob es auch Steintüren gibt. Gibt es nicht. Ja, genau. Gut. Und was wir natürlich dann auch machen, ist hier weiter oben. Unserem altbekannten Aussichtsturm. Wo haben wir da ein Shift? Da würde ich dann natürlich auch sagen, da machen wir dann... eine kleine Terrasse. Wo wir aufs Haus können runterschauen. Cool, oder? Auf unsere Reisemaschine. Schau mal das Teil an. Genau, hey, danke fürs Einstellen. Und wenn es dir gefällt, morgen kommt bestimmt wieder Erfolg. Ciao.